Markus, Freunde der reifererischen Unterhaltung. Wir starten den nächsten Vlog. Wie angekündigt im letzten, starten wir jetzt mit Reifen wechseln bzw. drauf machen. Wir machen jetzt hier einmal die Reifen drauf. Dann schauen wir mal. Das Auto ist ein bisschen kalt heute. Ist ein bisschen frisch. Vielleicht muss ich doch irgendwie noch mal eine Jacke anziehen, aber vielleicht wird es mir auch gleich warm. Und dann müssen wir hoch aufs Dach. Ne, und dann müssen hier diese ganzen Frontteile, die da drauf liegen, die müssen wir dann alle runter machen. Das muss dann auch noch passieren. Ja. Ich fange jetzt erstmal an. Der Gotcha holt gerade die Schlagschrauber und dann holen wir die mal drauf. Laufrichtung haben die keine, oder? Nee, das ist keine Laufrichtung. Sieht auch vom Profil her nicht so aus, als wäre eine Laufrichtung. Gucken, dass natürlich das Ventil auf der Außenseite ist. Das wäre natürlich noch ganz praktisch, dass wenn man da mal in die Luft ran muss, dass wir die auf der Innenseite haben. So, dann machen wir das Holz mal raus und die Stützen raus. Haben natürlich hier mehrfach unterbaut, dass die Pumpe war noch drunter, Holz war drunter, rechts war eine Stütze drunter und hier war auch noch eine Stütze drunter. Das auf jeden Fall. Du musst hoch, hast du schon? Sieht gut aus. Genau. So, jetzt auf die andere Seite. So, hier drüben müssen wir jetzt mal gucken. Hier ist nämlich die Schraube hier. Da seht ihr ja von der Federung. Die eine ist raus. Die müssten wir reinmachen. Aber irgendwie ist sie abgebrochen. Ich weiß gar nicht, wie ich die rauskriegen soll. Ich hoffe, wenn wir das Ding aus dem Gewicht rausheben, dass das dann locker wird. Die ist ja viel zu kurz. Ne? Die ist ja hinten, steckt die ganz drin. Aber hier vorne fehlt ein gutes Stück. Würde ja bedeuten, die ist zu kurz. Selbst wenn ich das ganz beidrücke, reicht das ja von der Länge her nicht ansatzweise. Wenn wir vielleicht die Schraube wechseln, muss mal gucken. Da müssen wir auf jeden Fall die Schraube wieder reinmachen. Ne? Ja, TÜV machen. Ich schätze mal, das ist relevant. Dass da die Schraube von der Federung da wieder drin ist. Ich meine, so viel hat die jetzt nicht gehalten. So, aber da sind natürlich drei Stück drin. Auf jeder Seite. Ne? Eins, zwei, drei. Auf mal drüben drei. Aber sollte natürlich auch alles seine Richtigkeit haben. Ne? Jawohl. So, dann pumpen wir mal hoch. Wie gesagt, ich muss jetzt mal gucken, wie ich diese Schraube jetzt hier rauskriege. Das müssen wir jetzt erstmal machen. Guck hier, so sieht das eigentlich aus, ne? Also hier ist so auf der anderen Seite. Aber die ist ja auch viel länger, also die scheint hier irgendwie abgebrochen zu sein. Aber schon lange. Na ja, gut, wir gucken mal. So, hallo, guten Tag. Ich komme nicht voran. Ich habe jetzt hier die Schraube, also wie gesagt, die ist jetzt hier abgebrochen gewesen. Also man sieht hier, die ist abgebrochen. War hier vorher halt durchgehend drin. Jetzt habe ich sie hinten abgemacht, weil sie natürlich auch nach hinten rausgeht. Die haben wahrscheinlich die Schrauben erst reingemacht, dann haben die das ganze Ding da reingesetzt. Natürlich sehr unpraktisch, aber ist egal. Deswegen habe ich sie abgeschnitten, damit natürlich hinten, damit ich sie rausmachen kann. Das Problem ist aber, ihr seht es hier vorne schon, das ist hier kein Platz, um eine neue Schraube reinzumachen. Beziehungsweise die hier hat auch noch voll Druck drauf. Bedeutet, selbst wenn ich die jetzt rausmachen würde, würde das wahrscheinlich hinten auch noch hochgehen. Und ich habe schon probiert, ihr seht schon, hier ist der Abdruck. Ich habe hier einen Stempel und habe auch von unten schon, also hier unten drunter gedrückt und hier oben einen Stempel reingemacht, damit wir das hier zusammenstauen können. Aber das hat wirklich nur 1-2 mm Unterschied gemacht und weiter zusammenstauen ging nicht. Also sind nicht ansatzweise an die Hälfte rangekommen, dass man so das halbe Loch frei hätte oder so. Keine Ahnung, ich habe jetzt schon ein paar Herangehensweisen probiert, aber ich komme gerade nicht wirklich voran. Und ich habe auch null Plan, also wirklich 0,0, wie ich das da reinkriegen soll. Also wie ich da eine neue Schraube reinkriegen soll. Ich meine, die hier könnte ich natürlich mit Ach und Krach kriege ich die raus, ne? Mit Kloppen und Hammer und so. Aber es bringt mir halt auch nichts, wenn ich keine neue Schraube reinkriege. Ich bin echt ein bisschen verzweifelt. So, also wir gehen jetzt aufs Dach und wir machen jetzt hier, ne, also wir haben jetzt schon die Dachteile runtergemacht, die Frontteile, die da oben drauf sind. Wir machen jetzt hier diese ganzen Schrauben raus. Das werden wir jetzt machen. Hier die Schrift, die muss noch runter. Aber das machen wir, da brauchen wir noch einen dritten Mann, das geht zu zweit nicht, weil die ist zu schwer. Ja, genau, jetzt müssen die ganzen Eisen jetzt hier raus und dann werden wir auch hier diese Dachpappe dann hier wegmachen. Das Polyester, das alte. Dann werden wir mal gucken, ich jetzt mal ein paar Holzbretter unten drunter austauschen und sowas wird passieren müssen. Ja. Jetzt die ganzen Eisen halt hier raus. Die müssen dann auch wieder draufgeschraubt werden, wenn das Polyesterdach runter ist. Weil der tut die, du hast ihn so erklärt, dass er diese Polyestereisen, weil das ist ja jetzt quasi aufs Polyesterdach geschraubt und dann halt unten drunter ins Holz, klar. Also wir machen das dann quasi das Polyesterdach runter, das alte, dann schrauben wir das auf das Holz fest und er macht dann quasi hier
komplett zu. Also er macht das mit dem Polyester zu. Das heißt, hier dieses ganze, diese ganzen Eisen, was hier halt einfach mit Silikon zugemacht worden ist, das ist dann halt komplett abgedichtet. Ne, da guckt dann ja am Ende nur noch hier so das Eisen raus, aber das ist dann so mit Polyester und sowas alles zugemacht. Genau, das machen wir jetzt. Und dann wird natürlich auch das Polyesterdach wird dann abgerobbt und so. Das wird sich sehr surreal anfühlen, wenn wir das hier abmachen. Ich muss dann auch im Baumarkt fahren, muss dann auch Plan holen. Ich meine, das Wetter sieht heute gut aus. Das ist schon mal gut. Es hat ja die letzte Zeit extrem viel geregnet. Aber wenn es natürlich wieder regnet, wenn dann hier komplett das Polyester weg ist, dann wird es natürlich wild. Ja, und mit der Schraube unten, da habe ich noch, da muss ich noch mal schauen. Aber der Vater kommt heute heim. Vielleicht weiß der irgendeine Lösung, wie wir die Schraube da rauskriegen und so. Ich habe auch keine Ahnung. Mit dem Stempel habe ich das ja schon so weit zusammengedrückt, wie es ging. Aber da ist einfach kein Platz gekommen dafür. Ich habe keine Ahnung, wie ich da die Schraube rauskriege. Also rauskriege ich sie mit Gewalt. Aber ich muss ja auch eine neue Schraube reinkriegen. Und das sehe ich halt aktuell gar nicht. Ne? Also da vielleicht weiß der irgendwas. I don't know. Müssen wir mal schauen. Wir machen jetzt das Dach runter. Also die Schrauben erstmal alle raus. Und dann hole ich euch beim nächsten Step dazu. So, also es fühlt sich auf jeden Fall komisch an, hier das jetzt alles rauszuroppen. Aber it is what it is, ne? Mal allein schon, wie die Schrauben schon aussehen, gell? Und von dem Holz unten drunter. Das ist halt trotzdem die Feuchtigkeit reingekommen, ne? Gut, ich meine, der Wagen hat ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich weiß gar nicht, von wann ist der? Müsste ich nochmal gucken. Ich glaube 68, nee, 68, war das 68? Dann müssen die Eisen müssen auch nochmal alle sauber gemacht werden. Wenigstens haben wir heute schönes Wetter. Aber ich muss auf jeden Fall dann noch Plane holen. Dass, wenn wir dann das Dach so weit runter haben, dass ich dann mit Plane abdecken kann. Ich muss eine Schraubenzieher. Jawohl, ja. Jetzt muss dann alles hier in so Plörre hier ab. Wie ist denn das hier festgemacht? Na, guck, hier ist auch Silikon. Silikon damals drauf gemacht und dann festgeschraubt mit dem Silikon drunter. Weiß halt nicht, wann das gemacht worden ist, ne? Zuletzt. Ob das noch das erste Dach ist? Wenn ja, hat es natürlich lange gehalten. Wenn nein, dann eventuell hat es vielleicht nicht so lange gehalten. Naja, gut. Jetzt machen wir noch die restlichen Eisen runter. Dann gucken wir mal, wie gut das Polyesterdach abgeht, das Alter. So. Bin mal gespannt, wie gut das hier abgeht. Also hier am Rand geht es auf jeden Fall schon mal gut ab. Der Rest wird, glaube ich, doch. Ne? Ja doch, das kriegen wir ab. Das muss einmal komplett ab. Ja, da hat der Gottscha auf jeden Fall was zu tun dann gleich. Ja, ich guck mal, dass ich hier vielleicht einen Anfang krieg. Und dann kann der was essen in der Zeit. Und es ist gerade ein Paket gekommen mit Pokémon-Karten. Ein treuer Kartenzusender hat wieder Karten geschickt. Das muss jetzt komplett weg. Wenn wir das nämlich soweit abhaben, dann schauen wir mal. Es gibt so zwei, drei Stellen, wo ich gesehen habe. Ich müsste mir noch beim Baumarkt vielleicht noch so für mein Multitool müsste ich mir noch so einen Holzaufsatz holen. Weil ich denke mal, wir werden wahrscheinlich ein paar Bretter rausmachen müssen, die wo morsch sind. Da müssen wir gucken, dass wir vielleicht irgendwie noch ein paar Bretter austauschen. Und dann unten drunter, das wird noch ein bisschen dauern. Aber wie gesagt, ich fahre jetzt im Baumarkt. Ich hole mir jetzt fürs Multitool ein paar Sachen. Guck mal hier. So, ist alles schon so, alles schon am Arsch. Aber gut, das macht er dann alles. Das wird dann alles zugemacht. Also ich fahre jetzt im Baumarkt, ich hole jetzt Plane, dass wir das gleich abdecken können. 4 Meter müsste es auf jeden Fall lang sein, dass es so ein bisschen drüber schaut. Und dann gucken und Draht und sowas muss ich holen. Das ist der Weg. Und der Vater hat hier auch mit seinem Zuckerwagen, ne, ist hier auch noch dabei. Hat hinten auch komplett die Rückwand raus, ne, seht ihr ja. Hat auch nochmal kernsaniert, das ganze Ding. Glaubt gar nicht, ne, was das für Kosten sind, was das alles kostet. Und das ist immer noch billiger als Neukauf. Zumindest wenn man es selber macht halt, ne. So, ich war noch nicht im Baumarkt. Ich habe es nämlich geschafft, mich mal wieder auszusperren. Dementsprechend habe ich hier ein bisschen weitergemacht. Und wie Sie sehen, ich habe jetzt hier schon mal ein ganzes Stück Pappdecke weggemacht. Warte mal kurz. Ah, der ist aber late. Da ist genau auf den Hammer gekniet, auf die Ecke. Ja, ihr seht schon, guck mal, das Holz ist gerade so. Muss man austauschen. Guck mal hier, das ist so richtig weich und kaputt. Da müssen wir aufpassen, was ein Loch hier drin ist. Hallo? Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie Holzlatten hier kriegen. Ich muss mal messen, wie breit die sind, dass man die so mehr oder weniger 1:1 tauschen kann. Dann müssen die halt auch hier wieder festgemacht werden. Hier ist natürlich hier komplett, weil hier ist ja so ein Holzträger drin. Ne? Also hier ist so ein Eisen und da ist dann hier nochmal ein Holzbogen dran.
Der Holzbogen ist noch gut, aber der hier drüben, da wo die Schrauben drin waren, der ist komplett weggefault. Da werden wir auch gucken, wie wir das machen. Der hier muss wahrscheinlich auch noch raus. Also da werde ich ein paar Latten werde ich tauschen müssen. Was haben wir denn hier an Länge? Ich muss mal ein Bandmaß holen und muss mal messen, dass ich ungefähr das Zeug habe. Ne, so hier geht's, ne? Aber da wo halt die Schrauben dran waren, ne, wo jetzt seht ihr ja hier, ne? Guckt es euch an. Das ist so morsch. Jahrelang Feuchtigkeit reingekommen, ne, und dann ist das halt alles kaputt gegangen. Ne. Das merkst du vielleicht nicht immer innen drin. Da denkst du so, ah ja, so ein paar Tröpfchen oder so. Ne. Guck mal hier. Da musst du aufpassen, dass du nicht durchs Dach fällst, gell? Hast du gehört? Gotcha. Ja, ich hole mir jetzt ein Bandmaß und tue ein bisschen ausmessen. Hier an der Seite halt auch. Ne. Da seht ihr ja, hier ist jetzt nicht so tragisch, weil das jetzt kein großes tragendes Teil hier ist, was hier drin war, das Eisen. Das war einfach nur so für die Seitenfront hier, wenn die hochgeklappt ist, als so Windschutz ein bisschen, also dass die Front nicht so wackelt. Die Dinger, die hier halt drin sind, die ziehen halt das Dach hoch und runter, ne? Und da hängt halt das ganze Gewicht von der Front dran. Ihr seht ja, das Eisen hier war zum Beispiel trocken, ja? Ja. Das war trocken. Und das war auch fest. Das war auch kein Problem. Aber hier seht ihr ja hier kaputt. Und auf der anderen Seite, da ist auch noch ein Eisen drin, sehe ich gerade. Das müssen wir dann noch rausmachen. Aber das können wir erst rausmachen, wenn die Schrift unten ist. Ne, links und rechts hat halt gehalten. Hier in der Mitte hat es auch gehalten. Aber, ne, also die nächsten Jahre wäre das schon, ich sag mal, schon kritisch geworden. Ja, weil wir hatten natürlich drinnen noch einmal das Holz drüber. Drinnen hatten wir ja die Decke drüber. Dann hatten wir ja den Balken. Der war zwar morsch, aber der war noch dazwischen. Dann Dach, also hier die Latten. Und dann noch das Polyesterdach. Dieser Verbund hat das noch alles zusammengehalten, aber ihr seht es ja, ne? Also es ist wichtig, dass ein neues Dach drauf kommt. Da müssen wir echt mal gucken. Kommt gerne mal an den Livestreams vorbei, meine lieben Freunde. Lasst gerne mal ein Sub da. Abonniert den Kanal. Ein kostenloses Abo, wenn ihr das nicht gemacht habt. Liked, kommentiert für den Algorithmus. Pusht die Videos. Und am Ende des Tages sind wir trotzdem immer noch ein kleiner Kanal mit nicht vielen Aufrufen. Das heißt, Leute, holt euch eine Mitgliedschaft, kostet 99 Cent im Monat, ist wie so ein Sub auf Twitch mäßig, kostet nur 99 Cent im Monat und wir sind, wie viele Subs sind wir denn? 20.000 war auf Twitch, 4.000? Ich glaube 4.000 Abos sind wir, ne? Hey, wenn jeder zweite davon ein Ding macht, ein Sub macht, dann fühlt euch angesprochen. Du, der gerade zuschaust, du fühlst dich jetzt angesprochen. Ja, wenn da jeder reingehen würde, jeder zweite nur reingehen würde, dann wären das nochmal 2.000. Vorsteuer natürlich, ne? Aber dann wird da noch ein bisschen was zusammenkommen. Das wäre natürlich nice, ne? Also Kleinvieh macht auch Mist. Das ist nur 1 Euro im Monat. Ihr könnt liebend gerne supporten für die ganzen Vlogs und das Ganze mitnehmen, was ich mache. Wäre schon ehrenhaft. Vielleicht werden wir irgendwann mal eine größere Größe haben, dass sich das alles mit Sponsoren und sowas finanziert und mit den Klicks an sich. Aber da sind wir noch weit von entfernt. Und das macht solche Projekte besonders teuer. Bitte. So, einmal AdBlue packen wir drauf. So, wir nehmen jetzt hier noch die Platten. Profilholz, 2 Meter lang, 96, 12, 5 dick. Von der Dicke her kommt das eigentlich gut hin zu dem anderen, was auf dem Dach ist. Ist zwar breiter, aber schmaler habe ich es nicht gefunden. Das heißt, packen wir jetzt auch noch drauf. Dann schauen wir weiter. So, dann einmal hier Holz-Multitool-Aufsätzer. Die packen wir noch ein. Und dann noch die Planen. 4x6 Meter habe ich jetzt. Sollte reichen. Also zweimal habe ich das. Dann können wir dann zur Not das ganze Dach einmal abdecken. Und auch Ösen sind da dran zum Befestigen. Draht haben wir ja wie gesagt auch. Gehen wir zur Kasse. Also die zwei Planen hier kosten zusammen schon Fuffi. Ich weiß nicht, was das Paket kostet. Das Paket mit dem Holz wird bestimmt auch. Boah, keine Ahnung. 12 Euro der laufende Meter. Nee, 10 Euro. 11 Euro. Ja, wird auch eine ganze Stange Geld kosten. Warum ist das Holz so teuer? What the fuck? Ja, keine Ahnung. 150 Euro, sage ich, gefühlt. Ich habe jetzt gar nicht so auf die Preise geguckt. Es waren nicht ganz 150 Euro. Es waren 100 Euro, also 102 Euro. Also ging sogar fett. Und ich habe mir natürlich erstmal ein Fleischkäsebrötchen geholt. Pizza-Fleischkäse. Grüße gehen raus an Knaub. Baumarkt und Fleischkäse. Das gehört zusammen. Der weiß, was gut ist. Nicht so wie Vanura. Auch da grüße ich ihn raus. So, ich fahre jetzt heim. Kai ist zu Hause. Und dann machen wir die Schrift runter. So, der Götscher ist dabei, der macht gerade die Dachdinger runter. Ja, ihr seht schon, das geht so mittendrin, geht das so ein bisschen leichter, als es oben rum ging. Ja, da ist er ja. Da geht flächenmäßig gut was voran. Ich guck gleich mal Wetterbericht, aber normal soll es nicht regnen. Und dann tun wir morgen noch ein paar Latten austauschen. Das machen wir heute nicht mehr. Weil er soll erstmal hier alles richtig sauber machen, weil
So wird er noch, gerade so die Ecken und so, wird er noch ein, zwei Stunden beschäftigt sein. Bei mir sind, wie gesagt, Pokémon-Karten gekommen. Die werde ich dann gleich gegenzählen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen mit der Front. Ich muss dann wahrscheinlich noch Holz für innen holen. Ich werde noch ein paar Mal zum Baumarkt fahren müssen. Ja, Plan habe ich auch geholt. Ich weiß nicht, ob wir heute schon abdecken. Ich gucke jetzt gleich mal in die Wetter-App, was da gesagt wird. Und dann gucken wir mal morgen, machen wir dann die Latten austauschen, die alle kaputt sind. Und wenn die Dachlatten getauscht sind, die alle Knorke, die das wieder alles Knorke ist von oben, dann gehen wir unten von innen, ne, wo diese Bögen kaputt sind. Dann werden wir die noch tauschen. Und wenn die getauscht sind, dann können wir eigentlich von innen zumachen. Ich muss mit dem Bockermann nochmal telefonieren, wann es weitergeht. Er wollte nochmal zurückrufen, wann wir genau starten.